Hallo und herzlich willkommen bei EDIS TechLab. Im heutigen dritten Teil der Reihe ESP32 CAM lernen wir etwas über die Signalstärke. Wir sehen uns den Unterschied an zur normalen Antenne oder hier im Modul mit der externen Antenne. Wir werden ein paar Grundlagen über die Signaltechnik lernen und danach bin ich mir sicher, jeder kann das. Um herauszufinden, wie gut die Wi-Fi-Signalstärke bei der ESP32-CAM ankommt, können wir mit einem Testsketch ermitteln. Das Modul verbindet sich mit Wi-Fi und gibt alle 2 Sekunden die Signalstärke in den Serial-Monitor aus. Aber was ist jetzt die Signalstärke? Die Signalstärke wird in dBm angegeben. Dieser Begriff steht für Dezibel relativ zu 1 Milliwatt. Und wird beim Signalempfang als negative Zahl von 0 bis minus 100 ausgedrückt. In dieser grafischen Darstellung der Signalstärke sehen wir auf der linken Seite unsere Sendeantenne. Diese Antenne sendet jetzt Signale aus, die aber mit der Entfernung an Stärke etwas abnehmen. Die dBm-Skala ist logarithmisch anstatt linear. Das bedeutet, dass die Veränderung zwischen den Signalstärken nicht gleichmäßig und graduell skaliert. Auf dieser Skala führt eine Differenz von 3 dBm zu einer Halbierung bzw. zu einer Verdoppelung der Stärke des vorherigen Signals. Hier in dieser Tabelle seht ihr noch einmal eine Übersicht über die verschiedenen Signalstärken. Bei minus 30 dBm ist der maximale Wert erreicht. Und man kann so sagen, so bis minus 80 dBm ist es noch okay, aber alles darüber ist dann schon wirklich schlecht und man sollte sich überlegen, eventuell eine externe Antenne zu verwenden. Jetzt aber genug von der Theorie, lasst uns ein praktisches Beispiel machen. Starten wir mit der ESP32-CAM ohne externe Antenne. Von unserem FDDI-Adapter schließen wir den Ground an unseren ESP an, dann legen wir die 5,5 Volt an, die 2 Leitungen für unsere UART-Schnittstelle RX und DX und dann setzen wir die Brücke zwischen Ground und GPIO 0. Wenn ihr mehr Details zum Anschluss vom ESP32-CAM wollt, schaut euch bitte die anderen beiden Videos an, dort erkläre ich das ein bisschen ausführlicher. Den Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung oder auf der Webseite von EDIS TechLab. Auf GitHub findet ihr dieses kleine Codebeispiel. Ihr könnt es euch runterladen und wir müssen nur 2 Sachen anpassen. Euer Wi-Fi SSID und das Passwort von euren Wi-Fi. Dieser Code verbindet sich mit euren Wi-Fi und wenn es verbunden ist, schreibt es die IP-Adresse in den Serial Monitor. In der Loop-Funktion messen wir die Signalstärke und schreiben sie in den Serial Monitor mit Wi-Fi.RSSI. Das steht für Received Signal Strength Indicator, was dem dBm entspricht. Danach warten wir 2 Sekunden und wir beginnen wieder von vorne mit der Loop-Funktion. Jetzt können wir die ESP32-CAM an USB legen und mit dem Upload vom Sketch starten. Der Sketch wird kompiliert und danach auf unseren ESP32-CAM raufgeladen. Wenn der Upload erfolgreich war, können wir jetzt den Serial Monitor einschalten und die Drahtbrücke an unseren ESP entfernen und den Reset-Knopf drücken. Jetzt verbindet sich die ESP32-CAM mit unserem Wi-Fi. Ich bin in einem anderen Raum und ca. 10 Meter vom Router entfernt. Ich bekomme eine Signalstärke von so um die minus 50 dBm, was immer noch ausgezeichnet von der Qualität ist. Als nächstes verwenden wir das Modul mit der externen Antenne. Bei diesem Modul ist der Jumper auf der externen Antenne verlötet, im Unterschied zum anderen Modul. Das Modul kommt mit der Antenne und einem Verbindungsstück. Diese beiden können einfach so verschraubt werden.
Die IPEX 2,4 GHz Antenne kann man 90 Grad nach oben biegen. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt und Interesse an einem Buch habt, dann könnt ihr das ESB 32 CAM Buch ab heute im E-Book-Shop auf der Webseite von Edis Techle bewerben. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wer aber lieber alle Projekte gesammelt haben möchte, der hat jetzt die Chance, mit der Early Bird Edition jetzt schon einzusteigen und jedes Monat ein kostenloses Update zu bekommen. Dieses Buch wird natürlich, weil der Inhalt steigt, Monat für Monat teurer werden, aber Früheinsteiger können somit viel Geld sparen. In der Early Bird Version wird im Januar alles, was im ESB 32 CAM Buch ist, auch verfügbar sein. Wer jetzt schon neugierig ist und nicht mehr warten kann oder sich nur für das ESB 32 CAM Modul interessiert, der kann ab heute im Online-Shop das Buch erwerben. Mit diesem Kauf unterstützt ihr den Kanal und ich möchte mich jetzt schon recht herzlich bei euch dafür bedanken. Laden wir jetzt den Sketch auf das ESB 32 CAM Modul mit der Antenne und öffnen den Serial Monitor. Wenn die Brücke entfernt wurde und der Reset-Knopf gedrückt, dann verbindet sich auch dieses Modul mit Wi-Fi und wir sehen, hier bekommen wir Werte mit so minus 40 dBm. Wie vorher schon erwähnt, ist das Signal nicht linear, sondern logarithmisch. Und das bedeutet, dass wir ein viel, viel besseres Signal als mit den ESB ohne Antenne bekommen. Ich hoffe, das Video war für euch lehrreich und auch etwas unterhaltsam. Noch ganz kurz, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte. Das hilft mir sehr weiter und es ist kostenlos. Vielen Dank! Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir jetzt einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Edis Techlab.